Die meisten Menschen haben nicht nur vor ihrer ersten Existenzgründung Ängste, sondern meistens auch danach, in der Phase, wo das Unternehmen noch nicht so viele Gewinne abwirft, dass man davon leben kann. Und wenn du auch vor der Gründung stehst oder vielleicht gerade noch in der Phase danach bist und dich die eine oder andere Angst plagt, dann lade ich dich heute zu diesem Film ein, in dem ich aufzeigen werde, wie du deine Ängste nachhaltig abschalten kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich selbst bin auch durch diese Ängste gegangen. Mehr als 20 Unternehmen habe ich gegründet und mehr als 2000 Gründer begleitet. Aber auch aus anderen Berufsarten, aus meiner Zeit als Soldat und Polizist, habe ich lernen müssen, mit Ängsten umzugehen. Und deshalb werde ich dir heute ein wichtiges Beispiel zeigen und eine Funktion in deinem Gehirn, wie du deine Ängste dann damit abschalten kannst. Schauen wir uns nun das erste Beispiel an. Du hast dir deinen Traum erfüllt, endlich in Kanada in der freien Wildbahn unterwegs zu sein. Du bist mit deinem Rucksack unterwegs, gehst um eine Waldecke und da steht er, ein 2 Meter großer Grizzlybär. Was glaubst du, wird passieren? Wirst du dich freuen oder wirst du Angst haben? Die normale Reaktion bei uns Menschen ist es, bei solchen wilden Tieren Angst zu haben, denn unser Leben, in dem Fall dein Leben, wäre in Gefahr. Also hast du Angst und meidest die Situation und fliehst. Einige Monate später bist du wieder zu Hause in deiner Heimatstadt und gehst mit deiner Familie in den Zoo. Und du gehst um die Ecke und da steht er wieder, ein Grizzly. Aber diesmal nicht in der freien Wildbahn, sondern hinter dicken Stahlstreben des Zookäfigs. Wie wirst du jetzt reagieren? Sehr wahrscheinlich wirst du jetzt nicht die Angst oder sogar keine Angst haben, sondern herangehen, vielleicht den Grizzly in Ruhe betrachten und vielleicht ein wenig traurig werden, weil er eingesperrt ist. Aber auf keinen Fall wirst du die gleiche Angst erleben wie hier in der freien Wildbahn in Kanada. Und die Frage ist, was macht den Unterschied aus? Schauen wir uns nun den Prozess ein wenig genauer an. Wenn es so wäre, dass eine gewisse Situation, ein bestimmtes Ereignis, ein Tier oder deine Existenzgründung immer bei dir Angst auslösen würde, dann würde es diesen Unterschied möglicherweise nicht geben. Tatsache ist aber, dass hier der Grizzly in freier Wildbahn eine tatsächliche Gefahr für dich darstellt oder darzustellen scheint und du bekommst Angst. Und der gleiche Bär von der gleichen Größe, der gleichen Statur und der gleichen Art wird bei dir möglicherweise keine Angst freisetzen. Und die Frage ist, was macht diesen geheimen Unterschied aus? Denn wenn du das herausfindest, kannst du alle Ängste in deinem Leben neu konfrontieren und vielleicht auch alle Ängste, die sinnlos sind, dadurch abbauen. Und das, was die Wissenschaftler, die Coaches, die Psychotherapeuten wissen, dass zwischen der Wahrnehmung eines Reizes, also in dem Fall der visuelle Reiz, die Wahrnehmung eines Bären, etwas liegt, was danach erst dein Gefühl auslöst. Du hast also hier, was hier blau eingezeichnet ist, selbst in deiner Hand. Und das, was du hier drin tust, bewirkt letztendlich, ob du in einen Angstmodus kommst oder ob du freudig, neugierig an den Käfig herantrittst und den Bär betrachtest. Das, was den Unterschied also ausmacht, ist deine persönliche Bewertung der wahrgenommenen Reize. Du siehst etwas, denkst kurz drüber nach, das ist im Bruchteil einer Sekunde, und das, was du dann entscheidest, das, was du dann bewertest, ob es ängstlich oder eine Gefahr ist oder nicht, das löst bei dir letztendlich das Gefühl aus und in dem Fall auch deine Angst. Und das gilt in dem Fall nicht nur für die Angst vor einem Grizzlybär, sondern möglicherweise auch vor der Angst vor deiner Gründung. Du kannst also dir Gedanken darüber machen, wie es ist, selbstständig auf eigenes Risiko zu arbeiten. Und dann kannst du die Entscheidung treffen, das ist ja gefährlich, ich kenne jemanden, der ist pleite gegangen und überhaupt gibt es viele Insolvenzen. Und was passiert, wenn ich meine Rechnung nicht mehr bezahlen kann? Werde ich aus der Wohnung herausfliegen? Und je mehr die Gedanken du machst und je mehr du bewertest, dass die Existenzgründung an sich etwas Gefahrvolles ist, desto mehr wird dein Körper reagieren und sagen, Achtung, das ist ein möglicher Grizzlybär, das ist eine mögliche Gefahr, jetzt aktiviere ich in dir die Angst. Und das Ergebnis ist, das Resultat ist, genauso wie vor dem Grizzlybär in freier Wildbahn, du wirst diese Situation meinen, du wirst vor der Gründung fliehen. Und dieses Prinzip gilt nicht nur für den Grizzlybären in der freien Wildbahn oder vor der Existenzgründung, das gilt auch vor anderen Menschen, vor Gelegenheiten, vor Sportarten. Die einen sagen, wenn ich fliege,
dann ist es ein Symbol und ein Erlebnis der Freiheit und die freuen sich darauf, die kriegen Freude, wenn sie fliegen oder Fallschirmspringen. Und die anderen sagen, oh, das ist ja gefährlich, ich sterbe möglicherweise, wenn ich runterfalle, das Flugzeug abstürzt, der Fallschirm nicht aufgeht und spontan haben sie Angst. Das gleiche passiert auch dem Reiter, wenn er vom Pferd geplumpst ist. Der eine sagt, okay, das war jetzt eine Erfahrung, ich steige aber sofort wieder auf, weil ich bin häufiger auf dem Pferd sitzen geblieben als runtergefallen und freuen sich wieder und erleben die Freiheit auf dem Rücken des Pferdes. Und der andere sagt wiederum, oh, ich bin runtergefallen, ich habe mich verletzt, möglicherweise war sogar mein Leben in Gefahr, ab jetzt habe ich Angst und konditioniere mich nicht neu, indem ich mich wieder raufsetze und so bleibt das Gefühl des Restes des Lebens bestehen, Angst vor Pferden zu haben und nie wieder wird er sich auf ein Pferd setzen. Und ob das wirklich funktioniert oder nicht, wie kannst du es herausfinden, indem du es natürlich selbst ausprobierst. Ich lade dich also ein, eine Liste zu machen und alle deine Ängste aufzuschreiben. Und daneben kannst du eine Spalte machen und überlegen, welche Bewertung hast du durchgeführt und was, die dritte Spalte davor, ist der auslösende Reiz gewesen. Und über diese Spalte zwischen Reiz und zwischen deinem Gefühl, also momentan vielleicht noch die Angst, diese Bewertung kannst du bewusst hinterfragen, reflektieren, überprüfen, ob sie tatsächlich die Wahrheit ist. Denn die wirkliche Wahrheit in einer Situation ist, wo du Reize wahrnimmst, dass es viele Möglichkeiten gibt, wie die Situation ausgehen kann. Du kannst natürlich bei einer Existenzgründung pleite gehen. Du kannst aber auch erfolgreich, unabhängig und Millionär werden. Beides ist möglich. Und dazwischen gibt es unendlich viel Optionen. Und diese unendlichen vielen Optionen kannst du mit deinem Verhalten gestalten. Denn die Saat, die du bringst, wird auch die Ernte einfahren. Die entscheidende Frage ist nur, kommst du überhaupt in den Zustand, die optimalen Ursachen, die optimale Saat auszubringen, damit die bestmögliche Option auch eintreten kann? Und das wird unwahrscheinlich passieren, wenn du Angst hast vor der Existenzgründung, so wie du Angst hast draußen in der freien Wildbahn vor dem Grizzlybär und davonläufst, sprich die wesentlichen Ursachen nicht setzen kannst. Zusammengefasst also, könnte es sein, dass bis auf die unspezifischen Ängste, also ein lauter Schrei, ein lauter Knall, wo wir sofort bis ins Mark erschüttert sind, dass alle anderen Ängste, die spezifisch sind, also reizbedingt sind, erst dann bei uns die Angst oder Freude auslösen, wenn wir dazwischen eine Bewertung bei uns im Kopf zwischen den Ohren getroffen haben. Und das ist die große Chance für dich, das ist deine Freiheit, dass du nämlich jeden Tag, jede Sekunde alle Bewertungen neu treffen kannst und so wird aus der Angst die Freude. Und dazu möchte ich dich heute ermutigen. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, nicht nur deine Angst in Freude umzuwandeln, sondern auch die Maßnahmen zu identifizieren, wie du deine Ziele erreichst, dass die Gründung tatsächlich erfolgreich wird, dann lade ich dich ein, nicht nur jetzt den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und auch die Glocke anzuklicken, damit du informiert wirst, sondern Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unser Team von X-Group hilft bundesweit Menschen dabei, ihr bestehendes Unternehmen zu erweitern und erfolgreich zu verkaufen oder auch erst zu gründen und zu finanzieren. Und es liegt an dir, vielleicht die kleine Angst jetzt zu überwinden, mit uns Kontakt aufzunehmen und ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Gestaltung, bei der konstruktiven Gestaltung deiner Zukunft und auch deiner Gefühlswelt. Dein Daniel Schäfer.